Sie, ich bin gerade erst in Alta do Chão angekommen, oder? Ich bin gerade in Alta do Chão angekommen, um Ihnen das Nachtleben von Alta do Chão zu zeigen. Genau, Alta do Chão hat nicht nur einen Strand, es hat nicht nur diese wundervolle Insel. Schauen Sie, wo ich bin. Ja, heute werde ich Ihnen die Nacht von Alta do Chão zeigen. Die Partymöglichkeiten, die Sie genießen können, besonders im regionalen Rhythmus hier. Denn dieses Video ist unglaublich. Und hey, es gibt ein Interview, es gibt Leute, die tanzen, es gibt Carimbó, es gibt viel für dich. Lass uns dorthin gehen. Also komm mit mir und heute Abend wirst du überrascht sein. Sophia hat eine Nachricht für dich, damit du unserem Kanal folgen kannst. Sag es Sophia. Folgen Sie unserem Kanal. Das ist es. Im wunderschönen Dorf Alta do Chão. Neben dem Strand möchte ich euch heute über meinen Kanal auch die Nacht hier in Alta do Chão zeigen. Bleibt bis zum Ende des Videos bei mir, ihr werdet überrascht sein, Leute. Das Coole an Alta do Chão ist, dass man nicht nur sehr sicher ist, sondern auch in Ruhe auf dem Platz spazieren gehen kann und die Möglichkeit hat, hier diese wunderbare Brise zu spüren. Was nachts wirklich faszinierend ist, man kann es nicht sehr gut sehen, aber da... Es gibt einige Lichter, es gibt die Insel, die tagsüber wunderschön ist und die Sie auch genießen können. In diesem Moment gehe ich also nach Boró, um Ihnen eine zu zeigen, Carimbó-Tanz, typisch hier in unserer Region, damit Sie ihn kennenlernen können. Und hey, wenn Sie am Donnerstag zum Alta do Chão kommen, findet dann hier diese kleine Party statt, oder? Vorführung der Tänze und regionalen Musik der Region Pará. Nutzen Sie also jetzt die Gelegenheit, meinen Kanal zu liken, zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, damit Sie meine Inhalte nicht verpassen, die Ihnen sicher dabei helfen werden, unser Amazon noch besser kennenzulernen. Und wie versprochen, zeige ich Ihnen heute in dieser Folge einige nächtliche Möglichkeiten in Alta do Chão. Als Beispiel die Quinta do Mestre, die heute hier im Espaço Alta do Chão stattfindet. Also komm, komm mit mir. Und damit Sie es etwas besser wissen, der Carimbó-Tanz ist eine traditionelle kulturelle Manifestation des Bundesstaates Pará in der nördlichen Region Brasiliens. Seine Ursprünge gehen auf afrikanische Einflüsse zurück, einheimisch und portugiesisch, was die reiche kulturelle Mischung des Amazonas widerspiegelt. Ich bin hier mit Binho, er wird hier ein besonderes Getränk zubereiten, typisch regional. Ich werde hier mit dir experimentieren, Binho, erzähl mir ein wenig über dieses Getränk, das du zubereitest. Es handelt sich also um ein sehr regionales Getränk. Von hier aus machen sie Tapajós, einen Cupuaçu, einen Jambu-Cachaça. Der Cupuaçu in meinem Haus, in meinem Hinterhof. Viel spezieller. Produziert, eigene Produktion. Ist das etwas Besonderes für den Sender? Das wird etwas Besonderes für den Kanal sein. Binho, was ist das Besondere an der Quinta do Mestre Party? Was Quinta do Mestre also auszeichnet, ist... Das. Jeder Donnerstag ist ein anderer Meister. Wir sind 5 Meister von Polo. Tapajós aus der Carimbó-Bewegung. Im Westen von Pará, aber wir sind Teil der Carimbó in Pará. Und das ist Polo Tapajós, das in Belém sehr geschätzt wird. Hier sagen wir, dass wir die Carimbó nicht gerettet haben. Wir haben es einfach gesagt. Aktiv, aktiv, oder? Bringen Sie Ihre Freunde zum Tanzen mit und haben Sie viel.
Spaß hier. Also Leute, wir sind jetzt mit Chico Malta hier und er wird uns ein wenig über seine Arbeit erklären. Wie funktioniert das alles und vor allem dieser wundervolle Abend in der Quinta do Mestre? Ist das in Ordnung? Alles ist gut. Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre Arbeit, bekannt als Mestre Chico Malta. Ich bin ein Meister des Carimbó. Ein Meister, der aus mündlicher Überlieferung entstanden ist. Und ich gehöre zu den Menschen, die es tatsächlich geschafft haben, das gesamte Thema Carimbó zu artikulieren in Alta do Chão. Hauptsächlich Carimbó, Pau and Rope, oder? Und wir leisten diese Arbeit, um die lokale Kultur zu retten und sie im Rahmen der Kampagne zur Anerkennung des Carimbó als brasilianisches kulturelles und materielles Erbe zu stärken. Ist ein attraktiver Ort, das sehen die Leute. Und diese Bewegung ist nicht nur eine Bewegung, die Kultur hervorbringt, sondern auch eine Bewegung, die Tourismus hervorbringt, oder? Das bringt Menschen aus der ganzen Welt zusammen, die unseren Carimbó ehren und kennenlernen. Es ist eine Möglichkeit, die Carimbó besser kennenzulernen. Und der Carimbó, das Kennenlernen unserer Kultur, unserer Identität, der Identität der Menschen im Paradies. Und es ist eine Gelegenheit für diejenigen, die nach Alta do Chão kommen, unsere Kultur kennenzulernen, unsere Kunst kennenzulernen, unsere Vielfalt der Carimbó. Es macht wirklich Spaß, Teil einer solchen Party zu sein. Und hier in Alta do Chão haben wir jeden Donnerstag etwas für Sie zu bieten. Wenn Sie das Touristendorf besuchen, ist es eine ausgezeichnete Option. Nun, das war die Farm des Meisters hier am Espaço Alta, was normalerweise auf der anderen Seite der Fall ist. Und das ist eine der Möglichkeiten hier bei Noite de Alta do Chão. Und das ist es, denn es gibt noch mehr, oder? Lass uns gehen. Für diejenigen unter Ihnen, die gerade die Quinta do Mestre Party hier in Alta do Chão im Espaço Alta verlassen haben, schauen Sie, wir haben Cassia hier, die ein wunderbares gegrilltes Steak serviert, das ich Ihnen jetzt zeigen werde. Ist das ein Tipp? Ich warte hier auf meinen. Melden Sie sich bei Chapa an, hier am Cassia-Stand, direkt vor dem Espaço Alta do Chão. Genau dort, Quinta do Mestre, für diejenigen, die es besuchen möchten, eine ausgezeichnete Option. Ich fahre jetzt dorthin, nach Chorinho, Leute. Chorinho ist hier sehr berühmt, denn hier in Alta do Chão befindet sich die Bar von Dona Gloria. Ich zeige dir alles über diesen Ort. Ich bin gerade erst angekommen. Schauen Sie, auf dieser Straße ist sehr viel los. Es liegt direkt an der Straße und wir gehen jetzt dorthin. Das war's also. Wenn Sie dem Kanal noch nicht gefolgt sind, folgen Sie dem Kanal, damit Sie wundervolle Inhalte wie diesen nicht verpassen. Als Tourist, der die Region nicht kennt, kommen Sie hierher, denn ich zeige Ihnen die besten Möglichkeiten in Alta do Chão. Das Corinho-Fest ist hier im Dorf zu einer Tradition geworden. Es begann mit einem kleinen Treffen unter Freunden, das etwa 11 Jahre gedauert hat. Eine Familienband, die jeden Freitag im Dorf Spaß macht. An diesem alten Abend möchte ich heute reden und es zeigen. Gloria, erzähl mir ein wenig über deine Geschichte. Wie war es für dich, hier in Alta do Chão anzukommen? Weil ich meine beiden Brüder hatte, die schon einmal hier waren. 2 Brüder. Dann kam ich durch sie hierher und ich heiratete. Haben sie hier geheiratet? Ich habe hier geheiratet. Und du hast dich in Alta do Chão verliebt. Ja, das gefällt mir wirklich. Wie ist Bar Dona Gloria entstanden? Nun, ich war Betes Partner. Sie hatte nichts dagegen, dass ich nach einer Weile hierher kam. Ich wollte ihr Leben so führen, also blieb ich. Schauen Sie, Chorinho ist schon 11 Jahre alt. War das deine Idee? Nein, es war die Idee meines Mannes und? Er mit seinem Neffen. Es war der Eröffnungstag hier in Morarim. Dort haben sie hier an der Ecke zum Spielen und brachten ein paar Leute.
Leute zusammen. Neulich am Freitag haben sie es noch einmal gemacht und noch ein bisschen mehr hinzugefügt. Es begann also mit etwas ganz Einfachem. Viele Freunde, heute ist es wie zu Hause. Wer ist diese Band, die heute spielt? Es ist entstanden. Alles gehört uns. Er ist ihr Ehemann, er ist ihr Enkel. Neffe, alle, die ihren Teil dazu beitragen und Freunde. Es ist alles eine Mischung, es ist alles eine Mischung. Wir erfreuen, Gott sei Dank, viele Menschen. Wir freuen uns, mit uns auf die Menschen zuzugehen, sie zu loben und ihnen zu sagen, dass es ein sehr gutes, sehr schönes Geschäft ist. Sagen Sie mir etwas und was haben Sie uns zu sagen, um diese Leute, die Corinho noch nicht kennen, hier in Alta do Chão einzuladen? Lasst sie hierher kommen, um Wissen. Und es ist bereits so berühmt, dass Touristen am Flughafen ankommen und fragen, ist es das wirklich? Und vielen Dank, dass Sie diese Geschichte hier erzählt haben und die Geschichte von Corinho. Und es ist eine weitere Option, die wir hier in Alta do Chão am Freitag haben. Es fängt früh an, richtig, Lady? Ja, 9:30. Ungefähr 8:30 bis etwa 1:00 morgens. Manchmal, wenn viele Leute da sind, ist es noch einer. Bis 12:30 oder so. Sie können also hierher kommen und genießen, kennenlernen und Spaß haben. Es ist für alle Altersgruppen geeignet, okay? Verliere nicht! Gibt es für Sie eine weitere Möglichkeit zu kaufen und die Nacht zu genießen? Durch den Kauf habe ich das Gefühl, ein Produkt zu verkaufen. Beim Kauf habe ich das Gefühl, ein Produkt zu verkaufen. Es ist der Service. Oh, das Kätzchen ist sehr mächtig, engagiert, du lieber Gott. Sicher, dass dieses Video Ihnen heute Abend bereits mehrere Optionen bietet, die Sie in Alta do Chão genießen können. Was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist, dass Alta do Chão, die Nacht in Alta do Chão, wunderbar ist. Sie können kommen und genießen, tanzen, schätzen und entdecken. Nicht nur den Strand, sondern auch einen angenehmen Abend mit Freunden. Das ist es. Wenn Sie dem Kanal noch nicht gefolgt haben, folgen Sie diesem Video und teilen Sie es mit anderen. Hat es Ihnen gefallen? Also kommt mit und auf Wiedersehen. Zwei wundervollen Partys, Optionen, die ich Ihnen durch dieses Video vorstellen möchte und die natürlich unsere Kultur, unsere Herkunft, unser Erbe, afrikanische, indigene und portugiesische Einflüsse widerspiegeln, nicht wahr? Der Stempeltanz ist eine wunderschöne kulturelle Manifestation, eine Tradition im Bundesstaat Pará. Und Tanz hat seine Einflüsse, die allen durch die Gemeinschaft den Menschen gute Liebe bringen. Wenn Sie es also nicht wissen, kommen Sie hierher und probieren Sie es aus. Ich bin sicher, Sie werden es nicht bereuen.